Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach. Ihr seid gerade auf unserer Seite zurück zum Wort, zurück zu Joshua Mashiach. Das Evangelium geht um Joshua Mashiach, weil er unser Herr und unser Retter ist. Halleluja. Ich möchte euch also heute diese Vision oder also einfach was der Herr in Kongo tut, zeigen. Die Bibel sagt also in Jakobus Kapitel 1, Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist diese: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten oder zu bewahren. Amen. Also, unser Herr Joshua Mashiach schickt uns, damit wir seine Werke zeigen. Und ich möchte heute das Werk, ein Werk zeigen, also was der Herr in Kongo getan hat. Zeigen, also die Geschwister überall in der Welt, also die in Paris haben auch, die haben so einen Verein gegründet und aus diesem Verein, das heißt also Pain Quotidien, wurden also viele Aktivitäten, viele Sachen getan, um Waisen und Witwe in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Genauso wie wir das also mit dem Milolo-Vision tun. Und es ist erstaunlich. Es ist wunderbar. Ich möchte mein Herr so danken, so preisen, so loben, weil dadurch sehen wir wieder, so wie der Herr einfach sein Werk tut, ohne dass die Leute so, wie sagt man das, also ohne Druck, ohne einfach mit Liebe. Es wurde ein Krankenhaus in Kongo gebaut, für die Leute, die nichts haben. Für die Leute, also das heißt, dort können arme Leute, Waisen und Witwen, Leute, die nichts haben, ins Krankenhaus gehen und werden einfach besorgt. Die werden einfach bedient. Könnt ihr euch also vorstellen? Ich zeig mal, also als dieses Projekt also gestartet wurde, ich gehe direkt also auf die Seite von Pain Quotidien. Also das ist also der Anfang von dem Aufbau. Das wurde so gebaut, zack, zack, also ein Krankenhaus. Und hier sieht es also so aus. Und durch Spenden, liebe Geschwister, Spenden vom Krankenhäuser und also von verschiedenen Krankenhäusern in Frankreich könnten sie. Also die haben das ganze Material bekommen und auch sogar ein Krankenwagen spenden. Also wurde gespendet und alles nach Kongo verschickt. Und heute, ich glaube also am 26., also vor ein paar Tagen, 26. März, also wurde das Krankenhaus geöffnet. Ich zeige mal also ein paar Bilder, aber das ist der Beweis, liebe Geschwister. Ohne Zente, ohne dass die Leute, wie sagt man das, also ohne Druck, ohne, also einfach durch Spenden, sieht man, was der Herr tut. Man sieht also einfach, was der Herr Joshua Mashiach tut. Da hinten ist also das Krankenhaus.
Und da sieht man, also das ist also das Einweihung des Krankenhauses. Vielleicht gibt es ein kleines Video. Zeig mal. C'est dans le souci d'apporter des Also, réformes dans le système de das santé wurde et des eingeweiht, also politiques locaux et plus die particulièrement à Leute Kinshasa. dort, Le also centre das ist dort in hospitalier Kinshasa. quotidien a vu le jour à Malou. Was man hier sieht, das ist dieses Krankenhaus, Le Pain Quotidien, wurde von, also es ist, ich bin so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Unglaublich. Dieses Projekt also hat wie, es hat so einfach angefangen und jetzt steht ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus, wo Leute ohne Geld, also Leute, die arm sind, Waisen, Kinder, Witwen, dort also ihre, wie sagt man das, also die gehen ins Krankenhaus und kriegen die Medikamente, kriegen und werden einfach dort geholfen, also geholfen. Die kriegen die Hilfe. In viele afrikanische Länder gibt es da Krankenhäuser, also die Armen gehen, also die Leute gehen dort, dann gibt es also gewisse Angriffe für sie, also man soll irgendwelche Aktionen für sie, aber die haben kein Geld, die können das nicht bezahlen. Die können das einfach nicht bezahlen. Und was tut der Herr jetzt? Unser Herr Joshua Maschia bringt jetzt also, er möchte, er zeigt die ganze Welt, dass die Menschen ohne Geld, also mit Kleinigkeiten einfach geholfen werden. Könnt ihr euch also vorstellen? Aber nein, es gibt so viele Pastoren, so viele Kirchen, so viele Kirchengemeinden, anstatt solche Aktionen, also die Menschen zu helfen. Was tun sie? Die bauen also riesige Kirchengebäude. Die kosten also Millionen und Millionen und die investieren nur in Kirchengebäude, aber die Menschen, die in Noten sind, die Menschen zu helfen, das ist nicht der Fall. Nee, 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 nee. Aber guck mal, lieber Geschwister, was der Herr tut. Könnt ihr euch vorstellen? Ein Krankenhaus, wo arme Leute einfach kommen und werden die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Die Leute, die dort arbeiten, die Geschwister, die Leute, die dem Herrn auch dienen wollen, die Ärzte und Krankenschwestern und, die arbeiten dort und werden durch Spende bezahlt, durch Spende einfach geholfen. Aber die tun das auch hauptsächlich so also für den Herrn. Damit unser Herr Joshua Maschia, wie sagt man das, also gelobt wird. Das sind also Geschwister, die Geschwister, also die dort also helfen werden. Ärzte, was ist mit dir? Du bist also ein Arzt, du bist. Oh mein Gott, oh Joshua Mashiach. Der Herr arbeitet immer noch. Ich bin so überrascht, sowas zu sehen. Dass ein Krankenhaus also für arme Leute, also ein Krankenhaus also durch Spende einfach geöffnet wird. Und die Leute helfen dort. Das Werk Joshua Maschia. Halleluja. Es sind nicht nur so irgendwelche Organisationen, aber der Herr Joshua steht dahinter. Er macht das. Halleluja. Das Krankenhaus hat also Spenden bekommen. Und jetzt haben sie angefangen, also die Leute, bénéficiaires.
zu helfen und so. Es ist unglaublich, unglaublich, was der Herr tut. Halleluja. Ich danke Yeshua Mashiach für was er tut. Und guck mal, es gibt sogar Bette und so weiter. Also, ich danke Yeshua Mashiach für dieses Werk. Ich kann noch andere Videos zeigen, was der Herr dort tut. Also, hier sieht man also, wie die Leute sind also gekommen und werden bedient. Und da, ich glaube, das ist, da werden also die Zuckerwerte von Diabetiker, also Blutzuckerwerte, also gemessen. Und ja, das Ganze, diese, die ganze Anlage, die Messgeräte, alles wurden von Geschwister, also von Spenden. Ohne Druck, ohne Zwang. Leute, die in Herzen berührt wurden, haben gespendet, damit der Herr sowas tut. Halleluja. Es gibt sogar so ein Apotheke hier. Und das ist nur ein Teil von der Apotheke. Und da werden auch, gibt es auch also, Medikamente für die Leute. Halleluja. Yeshua ist wunderbar, liebe Geschwister. Yeshua ist gut. Yeshua ist gut. Es gibt noch ein Video, glaube ich, habe ich schon was, wie die Geschwister hier genau Blutdruck messen. Also es sieht hier also so viel. Es gibt sogar viele Leute. Meine Güte, so viele Leute. So viele Leute. Halleluja. Ich danke Yeshua Mashiach. Ich danke Yeshua Mashiach. Ein Krankenhaus für Armen, für Leute, die nicht viel haben. Die können zumindest also Medikamente bekommen. Danke Yeshua Mashiach. Wir danken unser Herr. Halleluja. Halleluja. Also, dann so seht ihr, also was der Herr tut. Keine Zente, weil viele Gemeinde, viele Kirchenorganisationen und sowas denken, dass die Leute also zwingen müssen, vor allem diese ganze Wohlstandprediger. Die Pastoren, also die haben, also die fliegen also mit Jet, privaten Jet, riesige Autos, die wollen also ihre, die kaufen also so teure Sachen für sich, aber kümmern sich überhaupt nicht um die Menschen. Das Evangelium ist, dass wir uns also um die Armen, um die Waisen und Witwe auch kümmern. Das Evangelium, wir müssen das Wort weiter predigen. Aber nicht nur predigen, aber in Taten bringen. Halleluja. Halleluja. Ich zeige euch auch, was der Herr noch mit unserem Projekt Milolo Milolo. Ihr kennt schon diese Vision Milolo Milolo. Wo wir haben also ein Empfangszentrum also für die Witwe auch dort in Kongo, das ist also in einer anderen Ecke von Kinshasa, Wululu Wululu. Das ist das Haus, was gebaut wurde. Das habe ich schon mal gezeigt. Ich habe also andere Bilder. Möchte euch noch andere Bilder zeigen. Kleinen Moment.
So einmal, also die Bilder, die gerade rausgekommen sind. Ist das hier? Nee. Hey, also der Herr arbeitet. Unser Herr tut immer noch was. Also das Haus also sieht jetzt so aus. Es wurde noch, ich hatte das schon mal gezeigt, also es gibt also eine Apotheke da drin. Es wird auch, also das ist also ein Empfangszentrum für die Witwe. Hier sind die Witwe beim Essen. Die haben sich also getroffen, was gekocht und essen zusammen. Hier sind alle Witwe. Schönes Essen. Und die treffen sich dort und haben also eine schöne Zeit zusammen gehabt, also Gemeinschaft. Halleluja. Lieber Geschwister, seht ihr die Spenden, alles, was ihr gibt, wie ihr uns also hilft, das geht also für das Werk Yehoshua Mashiach. Niemand nimmt also das Geld also in seine Tasche und versucht also reich zu werden wie viele. Nein, nein. Die Bedürftigen, die Leute, die Hilfe brauchen, bekommen das. Halleluja. Halleluja. Ich danke Yehoshua Mashiach. Ich danke Yehoshua Mashiach. Und da gibt es auch noch, ich glaube, genau, das war einmal also ein Treffen. Und direkt also hinter diesem Empfangszentrum gibt es auch Felder, also wo, also da, dort haben wir viel Sachen dort gepflanzt und die Witwen können auch direkt dort was, also die haben was gepflanzt und können was ernten und für sich nehmen. Essen und so weiter. So sieht es aus. Die waren einmal dort, haben, es hat schon, das ist ein Riesenfeld. Riesig und die Frauen, diese Witwen, kommen auch dort und arbeiten und holen und können was für sich holen. Halleluja. Halleluja. Und was ist da noch? Ah, das sind die Geschwister aus auf dem Weg. Die hatten was gekauft, also diese Töpfe gekauft und dann, damit die Witwe was kochen können. Okay, ich habe auf ein anderes Video. Das ist wieder der Aufbau. Ich wollte noch was anderes zeigen. Halleluja. Genau. So sieht es aus, also heute noch schöner. Halleluja. Und hier sind ein paar, ich glaube, sind da so ein paar Avocado, oder? Sind das Avocado da? Nee, das ist, okay, ich also auf den nächsten. Ja, genau. Das sind also Okras. Nennt man das also Gombo oder Okra. Die sie geerntet haben. Direkt hinter dieses Haus, dieses Empfangszentrum, haben sie das dort gepflanzt und guck mal, so viele und riesige. Dieser Boden ist also so furchtbar. Unglaublich, unglaublich, was der Herr, was dort passiert. Hier sind die Ananas und da ist noch das Feld. Also so groß. Da gibt's auch, das ist auch ein anderes, was wir bekommen haben. Auch Spende. Und ich werde also ein kleiner, also ein kurze Sendung mit Evangelist Patience aus Stuttgart zusammen machen, damit wir auch das Ganze noch erklären können. Ich finde wunderbar, was der Herr einfach tut. Halleluja. So,
Gut, ich bin am Ende dieser Sendung. Diese Vision Milulo Milulo erweitert sich auch. Das werden wir in einer anderen Sendung mal erklären. Aber ich wollte euch zeigen, was der Herr tut. Dieses Krankenhaus ist ein Beweis, dass der Herr Joshua Mashiach, wenn er so eine Vision gibt und wenn man treu ist, dann bringt das also in Taten. Halleluja. Ich danke meinem Herrn Joshua Mashiach für alles, was er tut. Und ich möchte nochmal des Videos zeigen, C'est dans le souci d'apporter les réformes dans le was der Herr système de tut. santé en République démocratique du Congo et plus particulièrement Und à Kinshasa, qui damit man sieht, also reçoit des was er da in centaines de Kongo millions tut. d'ONG Halleluja. Joshua ist wunderbar. Joshua ist gut. Joshua schickt uns alle in die Welt, die Nationen, sich um die Menschen zu kümmern. Nicht irgendwelche Leute so reich zu machen, nein. Dass wir unsere Liebe zeigen, dass wir die Menschen einfach helfen. Und durch unsere Taten werden die Leute erkennen, dass wir Kinder des Herrn, Kinder des Joshua Mashiach sind. Und so durch unsere Taten erkennen sie. Und ich danke dem Herrn also für seine Liebe, für alles, was er tut. Und ihr seht einfach, wenn man treu bleibt, einfach bleibt und den Herrn vom ganzen Herz mit Liebe dienen will, der Herr ist treu und er hilft. Wir haben jahrelang immer gesagt, die Gemeinde Joshua Mashiach ist keine Gebäude. Die Gemeinde Joshua Mashiach ist von Menschen, ist mit Menschen gebaut, wird mit Menschen gebaut. Das heißt, die Gemeinde Joshua Mashiach muss sich um die Menschen kümmern. Also die Gemeinde gibt die Möglichkeit, also die Gemeinde soll sich also um die Menschen kümmern, durch alles, was wir haben. Also wenn du ein Arzt bist, wenn du, egal was du tust, egal welche Arbeit du hast, du kannst immer die Menschen dienen und helfen. Der Herr ist wunderbar. Der Herr ist wunderbar. Also zeigen wir unsere Liebe durch Taten. Zeigen wir unsere Liebe durch Taten und unser Herr Joshua Mashiach wird so gelobt. Also die Bibel sagt, dass der Glaube ist nicht nur Worte, aber der Glaube zeigt man durch Taten. Halleluja. Danke, Herr, für alles, was du tust. Im Namen Joshua Mashiach. Amen.